Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Redstone U-Boot. Yay! Wir haben ja in den letzten Folgen uns um diese wunderschöne Technik hier gekümmert. Die Fluchtschleuse. Die habe ich jetzt off-cam fertig gebaut. Und wozu brauchen wir den Command-Block? Das zeige ich euch gleich. Zunächst mal, bevor ich euch diese Technik zeige, ich habe auch offscreen hier so eine Art Lüftungssystem eingebaut, über das man sowohl die Flucht, den Fluchtweg hier als auch so gut wie jedes andere Zimmer erreicht. Und von jedem anderen Zimmer, fast jedem anderen Zimmer, kann man auch alles erreichen, eigentlich. Bis auf die Mannschaftskabinen und die Kajüte des Captains. Und den Reaktorraum kann man auch nicht erreichen. Allerdings kann man alles andere fast, und das Lager natürlich auch nicht, damit erreichen. Aber erstmal diese Technik. Das hat so nicht ganz hingehauen, wie ich das wollte. Also habe ich jetzt hier eine Tripwire und die geht zu einem Command-Block, der wiederum spawnt uns hier ein Fluchtboot und das wiederum fällt hier von der Decke. Hier ist ein dauerhafter Dings und die Tür geht auf. Hier ist jetzt, das hier ist jetzt dauerhaft. Und dann kann man hier halt raus. Ich denke mal, ich werde es bei einem belassen. Allerdings brauchen wir eine Andockschleuse. Und das heißt, dass wir jetzt eigentlich auch eine bauen müssen. Entweder will ich die hier einbauen, oder ich möchte sie hier einbauen. Das wird sich noch zeigen. Allerdings wird die Andockschleuse nur ein One-Way-Door sein. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal gucken, reicht der Platz? Wahrscheinlich reicht der Platz nicht aus, wegen dieser Riesentechnik. Deshalb würde ich eher sagen, die Andockschleuse kommt nicht hier hin. Die kommt hier rein. Und zwar genau hier. Aber das heißt, wir müssen hier irgendwo ein Loch reinbuddeln. Na, fast. Okay, dann müssen wir das Loch da reinbuddeln. Allerdings müssen wir hier erstmal alles absichern. Ganz klar. Hier ist dann die Einfahrt, sage ich mal. Das heißt, hier ist die Einfahrt, genau. Weil wenn man abdocken kann, dann kann man auch andocken. Und genau das will ich jetzt bauen, also so eine Art Andockschleuse. Das heißt hier so eine Art, eigentlich will ich eine Andockschleuse hier einbauen. Und ja, die müsste, da könnte ich hier vielleicht eine Tür einbauen, wenn das möglich ist. Müsste es eigentlich. Bevor wir das allerdings tun, müssen wir schauen, dass wir hier nichts kaputt machen. Das heißt, dass hier geht es hier weiter oder? Okay, das ist schon mal gut. Okay. Das hier wird zur Schleuse gemacht. Das heißt, hier kommt das Wasser rein. Und direkt danach geht die Tür auch wieder zu. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall Comparator, Redstone. Redstone-Fackeln, vielleicht auch Repeater, Sticky Pistons. Die brauchen wir auf jeden Fall. So, wir bauen die Technik genau wie die da drüben ein. Mit dem Unterschied, dass wir hier erstmal das zumachen müssen.
dass kein Wasser in die Booträume kommt. Zack. Moment, Moment. Das würde so nicht funktionieren. Das heißt, wir müssen das ganze Ding hier noch zurückschieben. Das wird so gebaut. Können wir hier. Ja, hier. Nein, können wir nicht. Die Techniken. Wird schwierig, diese Technik hier anzusteuern. Aber es ist nicht unmöglich. Unmöglich gibt es bei mir nicht. Ich weiß nicht mal, was das ist. So. Also schön. Hier haben wir die Tür. Die Türen sind standardmäßig. Gute Frage, was sind die Türen zu? Okay, das heißt, das ist zu. Genauso wie die Tür auch zu ist. Ich brauche Lampen, natürlich, ganz klar. Erstmal da, so. Das machen wir erstmal hier so provisorisch. Das passt. So, hier brauchen wir dann eine Tripwire. Diese, das ist unsymmetrisch. Okay, wie kommt man rein? Das müssen wir als erstes jetzt erstmal feststellen. Wie kommen wir hier rein? Ganz klar. Ganz, ganz klar. Erstmal. Gut, ich nehme jetzt erstmal hier diese Hebel. Gut. Auf. Und offen. Lassen wir das Wasser erstmal kurz hier rein. Und machen hier und hier wieder zu. So, das heißt, wir haben hier eine Schleuse. Okay. Das heißt auch, dass die Decke hier sein wird. Wird ein kleiner Raum. Okay. Da wir das nun wissen, können wir die Technik entsprechend bauen. Heißt, wir brauchen Repeater. Machen wir erstmal so. Hier natürlich auch. Ja, wobei, das steuere ich am liebsten von hier aus an. Ist einfacher. Zack. So. Das heißt, die Schleuse ist jetzt aktuell offen. Das soll sie natürlich nicht standardmäßig sein. Aber erstmal müssen wir hier hin, um das Ganze zu testen. Diesen Raum kann man übrigens nur über den Belüftungsschacht erreichen. Das ist auch absichtlich so. So, nein, wir sind an der Schleuse vorbeigefahren. So, wir fahren das Dock rein. Ah ja, das geht nicht. Das heißt, wir müssen das ganze Ding hier so oder so einen Block höher bauen. Gut, dass ich das weiß. Das macht überhaupt nichts, dass wir das hier höher bauen müssen. Hätte ich mir eigentlich auch gleich denken können. Habe ich aber nicht. Egal. So. Nur hier nicht. Okay. Schließen wir das erstmal wieder. Schließen wir das Dock erstmal. Wie wir das anschließen, können wir wann anders besprechen. Beziehungsweise.
Das sieht beschissen aus. Okay, dann machen wir das so. Dann haben wir hier das Dock. Ich würde sagen, ungefähr dort. Ja, doch, doch, doch. Das ist ganz ordentlich. Das Wasser soll ja natürlich irgendwo reinlaufen, also müssen wir das so machen. Okay. Okay. Ich sag viel zu oft okay, aber es muss okay sein. Denn wir brauchen jetzt einfach mal ein paar Tripwire-Hooks. Möglichst ohne sie zu berühren. Zumindest die Tripwire. Okay. Ich sag's schon wieder. Diese Tripwire wird das Dock wieder schließen. Jetzt muss ich kurz überlegen. Wie kommt man überhaupt in das Dock? Das Dock ist standardmäßig zu. Man muss erstmal, wie schließen wir das Dock wieder? Das ist erstmal das Wichtigste. Ganz klar. Okay, wir brauchen ganz klar hier irgendwo einen Kondensator. Am besten ist das Repeater. Nein, ich brauche gerade keinen Repeater. Ich brauche einen Komparator. Wie groß bist du? Du bist 6-polig. Okay. Das Dock ist allerdings kleiner. Schauen wir mal, ob dieser Kondensator ausreichen würde, das Dock so lange offen zu halten. So. Gute Frage. Hier können wir keinen Redstone hinlegen, weil das sich sonst gegenseitig triggert. Das heißt, wir müssen das von der anderen Seite machen. Aber wir machen hier einfach zwei Kondensatoren rein. Das heißt, wir bauen hier einfach noch einen ein. So, ein Block noch. Und zack, zack. So, zack. Weiß zwar nicht, wieso ich das jetzt so gebaut habe, aber egal. Ist wurscht. Sobald von hier ein Redstone-Signal kommt. Ja, doch, 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 doch. Das ist gut. Solange hier ein Signal kommt, wird das ausgeschaltet. Das können wir jetzt mal kurz an der Tür, an den Türen testen. Die müssten ja jetzt aufgehen. Theoretisch. Tun sie aber nicht. Warum sie das nicht tun? Weil die Kondensatoren nicht aufgeladen sind. Diese laden wir mal ganz kurz auf. Ich hätte den Block also doch nicht abbauen dürfen. Okay. Ich lade diesen Kondensator auf. Warum lässt er sich nicht aufladen? So, jetzt ist er aufgeladen. Die Tür ist auf einer Seite off. Fan. Okay, das ist keine gute Idee gewesen, das so zu bauen. Mm.
Uiuiui, ist das laut. Okay. Okay. Ich muss erstmal überlegen. Wir müssen da sowieso einen Block höher bauen. Weil sonst das Wasser hier wieder alles wegspült und das wollen wir nicht. Also bauen wir es einen Block höher ein. So. So, dann haben wir hier die Turbwires. Das ist gar nicht mal so schlecht. Dann können wir hier Nein. Nicht gut. Wir nehmen nur einen Kondensator, nicht zwei. Die Türen sollen standardmäßig zu sein. Das heißt, alles wird von hier gespiesen. Ich mache jetzt erstmal provisorisch ich mache es generell. Ich brauche Le Observer und Pistons habe ich schon. Hier irgendwo wird's doch. Wo ist denn der? Wo sind sie denn? Ich brauche einen Notenblock. So. Okay. Okay, hier ist das Dock. Das heißt, hier kommt der Notenblock rein. Nee, da kommt er nicht rein. Der Notenblock muss hier rein. Kann ich das Kabel? Nein, natürlich kann ich das nicht. Okay, hier kann ich das Kabel allerdings schon lang führen. Soll ja eh nur hier den Kondensator aufladen. So, das heißt, ich brauche einen. Nein. Böse. So, das heißt, ich brauche einen Observer. Und einen Repeater auf vierter Stufe. Und zack. Da soll ich dann doch lieber den etwas größer bauen, den Kondensator. So, diese Tür hier drüben ist nicht angeschlossen. Das müsste ich also auch noch erledigen. Das kann ich hierüber erledigen. Nein, kann ich nicht. Dann machen wir das so und so. Wir brauchen das Kabel bis hier. So. Hier brauchen wir nochmal eine Verneinung, da wir das Signal wieder zurückdrehen wollen. So. Solange dieses Signal aus ist, soll es auch so sein. So, das müsste uns jetzt eigentlich die Tür öffnen. Gucken wir mal. Nein. Die Türen gehen zwar auf, aber nicht so, wie ich das gerne hätte. Ich hätte gerne eine Clock. Keine Clock. Okay, das ist dann nicht so einfach.
Wenn ich hier Redstone reinlege, könnte ich das so bauen. Das könnte funktionieren, muss aber nicht zwangsläufig funktionieren. Okay, die Türen bleiben etwas auf. Man kann in Ruhe mit dem Boot reinfahren und die Türen gehen zu, aber nicht so, wie wir das gerne hätten. Das heißt, dass wir was anderes brauchen. Brauchen dieses Signal. Okay, ich möchte nicht zu viel Verzögerung hier drin haben. Reicht dieses Kabel denn aus? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ja, das reicht. Das reicht dicke aus. Okay. Dann schauen wir mal. Tür geht auf. Die hat ein bisschen Verzögerung. Das soll so nicht sein. Da diese Tür Verzögerung hat, schieben wir diese Tür auch. Das heißt, wir brauchen hier irgendwo noch einen Repeater mit 4. Okay, gucken wir mal. Nein, die geht zu. Die braucht zu lange, um aufzugehen. Das heißt, wir müssen das bei dieser Tür hier machen. Ich möchte, dass das schön aussieht. Und nicht, dass das doof aussieht. Die Türen sollen gleichzeitig aufgehen. Tun sie aber nicht. Warum nicht? Das ist schon eine Verzögerung von 4, 8. Neun, zehn, elf, zwölf. Die hat eine Verzögerung insgesamt von 12. Das geht nicht. Das geht gar nicht. Diese Tür braucht meiner Meinung nach zu viel Verzögerung. Das ist hässlich. So. Jetzt hat die zu viel Verzögerung. Das heißt, dass das so sein muss. Nein. Das funktioniert auch nicht. Dann können wir hier nicht so hoch gehen. Dann müssen wir das anders machen. Okay. Das kommt weg. Und das kommt ebenfalls weg. Dann machen wir es eben auf die altmodische Art und Weise. Schauen wir mal, wie es jetzt ist. Ja, fast. Diese Tür hat nicht genügend. Okay, stellen wir das hier mal wieder auf 4. Ah, die geht zu schnell wieder zu. Das soll so nicht sein. Dann müssen wir das Kabel einmal hier nach oben führen. Und verzögern das. So, schauen wir mal, wie es jetzt aussieht.
Fast. Diese Tür braucht immer noch zu lange. Okay, dann müssen wir was anderes versuchen. So geht's nicht. Ah, doch, wäre gegangen, wenn ich nicht so blöd wäre. Komm, so. Die hat ein bisschen Verzögerung, geht aber zuerst zu. Und die braucht zu lange, um zuzugehen. Das heißt, das auf 1. So. Die geht zuerst zu und dann die. Ja, nein. Gefällt mir nicht. Dann schließe ich das hier auch per Kondensator an. So. Was für einen Kondensator habe ich denn hier drüben eingebaut? Einen Vierer. Okay. Nein. Zack, zack. So, machen wir mal hier keinen Repeater rein. Schauen wir einfach mal. Nein. Der wird nicht aufgeladen, wie ich das hier vermute. Zumindest nicht so, wie er sollte. Hier ist immer noch nicht genügend Saft drauf. So. Jetzt geht die zuerst zu und die danach. Das wollen wir auch nicht. Wobei zeitgleich schwierig wird. Sogar sehr schwierig. Wir könnten allerdings direkt von hier aus nach oben gehen. Ja, doch, doch, doch. Das ist gar keine so üble Idee. So. 2. Ah, hier muss ich abschneiden. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. So. Schauen wir mal, wie es jetzt ist, wenn beide vom gleichen Knopf gepriesen werden. Ja, die gehen fast zeitgleich auf. Okay, schauen wir mal. Was haben wir hier? Eine Verzögerung von 4, 5, 6. Das heißt, wir brauchen eine Verzögerung von 6, 4. Schauen wir erstmal, ob das jetzt passt und dann beende ich auch die Folge. Na, jetzt haben wir schon wieder eine zu große Verzögerung, finde ich. Also 4 geht gar nicht. 2 vielleicht. Ja, fast. Okay, machen wir hier auch mal eine Verzögerung von 2 rein. Und schauen, wie es dann aussieht. Fast.
das könnte so funktionieren, muss es nicht, denn dieses Dock hat auch nur einen Kondensator. Aber ob wir die Technik so stehen lassen oder abreißen, das sehen wir in der nächsten Folge. Ich sage also bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.